Das ist die Steuerung für pneumatische Dosierventile. Mit der kann man den Druck, das Volumen und auch die Zeit einstellen. Der Vorteil bei dieser Steuerung ist, dass es keinen Computer braucht, weil sie komplett aus pneumatischen Komponenten besteht. Die Bedienung der Steuerung ist ganz simpel. Nachdem man unser Dosierventil laut dem Schema von der Seite angeschlossen hat, alle Parameter, wie zum Beispiel Zeit, Druck und Volumen eingestellt hat, kann man den Schalter auf On wechseln. Nachdem kann man entweder in Automatikmodus, wo das Dosierventil mehrmals hintereinander dosieren tut und erst nach dem Abschalten vom Automatikmodus automatisch aufhört, oder man kann in Single-Modus, wo eine Dosierung stattfindet. Das Coole an dem Produkt ist, dass ich es schon in meiner Lehre entwickeln durfte. Ich schätze es sehr, dass Dabnox die Lernenden unterstützt, eigene Projekte zu verwirklichen.